Es geht weiter in Torelbüttel. Die Temperaturen steigen langsam wieder. Das Fest der Gemeinschaft hat stattgefunden. Die Hecke sieht gar fürchterlich löchrig aus. Vielleicht, weil ich sie löchrig gesetzt habe. Aber irgendwie passt sie auch nicht so ganz zu diesen Häusern. Gut, es ist auch gerade Winter, da passt das Grün so oder so nicht. Aber irgendwie haben solche Häuser keine Hecken. Das ist merkwürdig. Ja, Bernhard musste die Sträflinge aufnehmen. Gibt es noch genügend Arbeiter? Derzeit ja. Viele der Lebensmittelbetriebe arbeiten aber auch mit verringerter Kraft, da sie einfach im Winter keine Beeren sammeln können. Oh, das Schiff ist endlich eingetroffen. Das Schiff ist endlich da. Neue Ware für Torelbüttel. Nun kann es weitergehen. Das nächste Bauprojekt sollte tatsächlich endlich eine Werkzeugschmiede und Eisenmine sein. Wie hat sich denn hier das Sicherheitsbedürfnis? Ah, 84, 92, 50. Ja, das, da wohnen wohl das sind die alten Häuser, ne? Das sind, die hier sind praktisch dazugekommen. Na, er ist aber auch neu dazugekommen und ziemlich unsicher. Gut, gut. Das mit der Sicherheit wird der Bernhard schon hinkriegen. Ein neuer Brunnen wäre bald nur mal angebracht. Würde der auch noch hier hinpassen? Oh, ist das schön. Ich kriege diese Ecke ja noch richtig voll gebaut. Was kostet der? 50 Münzen, die sind drin. Bauholz, Stein, Werkzeug muss ja sein. Aber ich möchte ungern hier einen Großbrand haben, weil die Häuser dicht an dicht stehen. Wie steht es? 18 Familien. Das ist in Ordnung. Und dann heißt es jetzt mal in die Forschung schauen. Baugüter erhöht die Produktion. Baugüter würde aber 260 pro Jahr kosten. Gut. Dekoration läuft eigentlich. Erhöht die Lebensmittelproduktion um 10%. Das wäre gar nicht so wenig. Oder aber das Kleidergeschäft. Wobei eigentlich soll es wirklich erstmal eine Pilzfarm. Eine Lehmgrube. Gut, Bernhards Lehm ist natürlich provisorisch abgebauter Lehm für die Hüttenisolierung. Hier geht es ja darum, das Ganze effizienter zu betreiben. Das ist ja jetzt schon seit einigen Monaten ein Thema. Wie wird die Stadt effizienter? Aber die Lehmgrube ist noch Zukunftsmusik. Denn erstmal müssen Werkzeuge in Torelbüttel hergestellt werden. Denn es ist reichlich ineffektiv, immer mehr
Eisen und Werkzeug zu importieren. Wenn ich mal schaue, Eisen kostet ein Goldstück, während Werkzeug 3 kostet. Das heißt, es würde nach wie vor Sinn machen, erstmal eine Werkzeugschmiede zu bauen, die dann importiertes Eisen verarbeitet und Kohle. Werkzeugschmied benötigt Kohle und Eisen pro Jahr. Gebaut werden kann sie schon mal. Ich meine, sie wird wirklich dringend benötigt. Wobei... Die Lebensmittel werden knapp. Letztes Jahr ging es mit der Produktion ja so gar nicht richtig los. Noch 300 Stück. Der Konsum lag bei 269,9. Eingang bei 170,9 macht 169,99,99, die derzeit pro Monat verbraucht werden. Bei 350 würde das Ganze dann noch 3,5 Monate halten. Das heißt der Februar, März, April, Mai. Wie sah es denn hier im Mai aus? Ging es schon wieder hoch? Ich denke mal, es kann ohne zusätzlich gekaufte Lebensmittel der Winter überstanden werden. Hier steht leider auch nicht, wie lange eine Schifffahrt braucht. Das Häuschen so ein Fragezeichen? Oh ja. Okay, aber hier ist sie nicht sonderlich. Wachturm. Okay, ja, da steht nichts weiter. Das heißt, es ist soweit. Ein Werkzeugschmied kommt. Der Werkzeugschmied wird im Gewerbegebiet angegliedert. Ja, man kann ja mal die Straße Richtung Hafen befüllen. Wird noch ein Weg benötigt. Hoppala, bisschen verbaut. Das macht aber nichts, der wird direkt wieder abgerissen. Und dieser Weg ist dann wieder die Grenze. Ja.
Überhalb dieses Weges darf nichts mehr gebaut werden. Da liegt Eisen rum, ne? Liegt da einfach Eisen rum. Gut, geht's mal wieder in die doppelte Geschwindigkeit. Und schon bald wird das Neujahrsfest begangen. Man weiß natürlich nicht genau, wann es ist. Es ist nach der Schneeschmelze, wenn kein Frost mehr erwartet wird. Das heißt, das Datum ist etwas variabel. Und hier steht immer noch der einsame Wegweiser. Ach guck mal, der hat sogar einen Radius. Sieht man das beim Wachturm? Ah! Ist mir... Ich war immer zu nah dran, richtig? Ja. Das heißt, hier fühlen sie sich besser. Dort. Ja, der Hafen ist jetzt... Ist halt ein Hafen. Da kommen häufig Seemänner vorbei. Die sind nur für einige Tage da. Die lassen sich natürlich leichter dazu verleiten, eine Straftat zu begehen. Insofern sind die Wohnungen oder die Häuser am Hafen natürlich unsicherer. Das ergibt Sinn. Es ist soweit. Das Neujahrsfest mit einem guten Vorsatz. Und Bernhard, sein guter Vorsatz ist es, Häuser zu isolieren, damit auch mehr Kohle zur Verfügung steht für die Werkzeugproduktion. 20 Münzen, damit können, oh gut, 8 Häuser isoliert werden. 1, ach das ist schon isoliert, das auch, du wirst noch isoliert. Du. Der Wachturm. Ich glaube, der Wachturm, da darf der Wachmann erstmal frieren. So, 3 Häuser gibt es hier noch zu isolieren. Und die Staatskasse ist immer noch bei über 400. Wie schaut es hier aus? Ja gut, das ist der Hafen. Da wohnen arme Hafenarbeiter und Fischer. Die kriegen Wohnraummangel. Ein Wohnraummangel. Würde ich sagen, kriegt der Hafen noch mal ein neues Gebäude. Da möchte gern jemand zu Hause ausziehen, wie mir scheint. So. Der Wachturm. Würde hier zum Brunnen reichen, 2 Stück daneben. Das heißt, das Wohngebäude, 2 Stück daneben. Das kommt hier hin und dann ist noch der Platz für den Wachturm da. Was ist das hier? Steinhaus, 2-geschossiges Haus. Und eine Backsteinvilla. Oh, nur für die Edelsten unter den Bürgern. Ja. Gut. Was kostet eigentlich immer ein Wohngebäude? Gut, das geht. Mir scheint, es sind zu wenig Arbeiter. Das hier kann mal pausieren. Du kannst mal pausieren.
Das heißt, um den Werkzeugschmied betreiben zu können, muss jemand wieder aus der Kohlemine abgezogen werden. Da ackert sie sich krumm. Wir wissen leider nicht wer. Ja, die hat ja noch ganz schön was vor sich. Aber es freut mich, dass die guten Vorsätze umgesetzt sind. Die Häuser sind isoliert. Ein neues Haus entsteht. Es geht, wenn man sich das mal anschaut, von den beiden Obdachlosen mal abgesehen. Das heißt ja nicht, dass sie obdachlos sind. Ach doch, sie haben kein Dach über dem Kopf. Aber da... Achso, das Haus ist fertig? Nein. Ich habe... ein leerstehendes Haus. Und trotzdem habe ich einen Wohnraummangel. Da verstehe ich ja nicht so ganz, warum. Denn... oder zählt das hier als leerstehend? Das kann natürlich sein. Stimmt, gesamt 20, besetzt 19. Ich glaube... dann sollte demnächst nochmal ein Wohngebäude errichtet werden. Den Hafen würde ich gern noch ein bisschen nach hier unten erweitern. Da passte der Wachturm hin. Wenn hier ein Haus hin soll, das geht genau bis an die Kante von diesem. Das passt leider nicht. So. Das Gitter aus. Das wird pausiert. Und der Werkzeugschmied kommt. Und du wirst danach einfach gebaut. Ja, Torelbüttel wächst auf jeden Fall sehr zügig in letzter Zeit. Hier dieser kahle Fleck im Wald. Eieiei. Und ja, ich hoffe, dass auf Bernhard demnächst nicht noch ein Test der Königin zukommt. Das wäre ganz angenehm. Und mal schauen. Na gut, ich hätte gerne in dieser Folge, ein paar Minuten haben wir ja noch, zwei Stück, ob dann zufällig dieses, der Werkzeugschmied fertig wird. Der muss natürlich höchst effizient arbeiten, damit möglichst viel Kohle effizient genutzt wird. Der produziert 960 pro Jahr. Ja, er war letztes Jahr im Plus. Aber auch nur, weil sehr viel Kohle zugeheizt wurde. Das kostet...
Aber ich glaube, es tut Not. Plus 35% Produktion. Dadurch wird er wesentlich effektiver und kann den zukünftigen Kohlemangel besser auffangen. Gut. Das hier ist doch eine Priorität der Konstruktion. Ja. Auf einen Arbeiter warten. Zurzeit sind 10 Arbeiter da. Bei 36 Gesamterwachsenen sind ungefähr 20% der Leute Arbeiter. Und es läuft schleppend. Also es scheint einen Arbeitermangel zu geben. Das ist natürlich ungünstig. Okay. Gut, dann wird das wohl leider erstmal nichts mit dem Werkzeugschmied. Dann bedanke ich mich, dass du zugeschaut hast und sage bis zum nächsten Mal.